Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Hands-on, wie man es auch nennen möchte. Wir gucken uns zum ersten Mal die PAMU Slide Mini an. Ich habe eben schon ausgepackt, ich werde euch jetzt nochmal, für die Leute, die das Unboxing nicht sehen wollen oder keine Ahnung, für die das nichts ist, aber trotzdem wissen wollen, was drin ist. Kurz und knapp, wir haben eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Koreanisch, keine Ahnung. Ein USB-C Mini, ein USB-C-Kabel. Damit wird die Box auch sehr schnell aufgeladen. Das können wir auch gleich wieder wegpacken. Eine Tasche für die Box. So. Dann eine Karte für die verschiedenen Ohrstöpsel. Welche Größe? Also S, S Plus, M, M Plus, L, L Plus. Das ist dann halt immer bei Plus, kommt dann halt oben immer ein bisschen was dazu. So, das packe ich auch in die Hülle mit rein. Dann haben wir hier zwei Tüten mit verschiedenen Adaptern für die Ohren, was mit bei ist. Dann können wir das hier ordentlich wieder verpacken, mit Heft noch mit reinmachen. So, können wir das auch gleich wieder schließen und dann können wir das hier reinpacken. Nicht wundern, was hier so laut im Hintergrund ist, meine Tochter spielt gerade Fortnite, es sind ja noch Ferien. Dann haben wir die beiden PAMU mit bei, logischerweise, und die Box. Und dafür hole ich euch jetzt mal wieder etwas rum, dass ich euch das noch ein bisschen genauer zeigen kann. Ich habe mir auch die alten, die PAMU, normalen PAMU mit dazu geholt. Und zwar hier. Die gibt es jetzt auch mittlerweile schon bei Amazon zu kaufen. Da sind sie drin. Und hier haben wir dann eine kleinere Box. Die geht, wie geht die auf? Ach so, einfach klappen. Ja, wenn man da dann halt guckt. Da kann man verstehen, warum PAMU Mini praktisch halt. Die Hälfte nur, wenn man die Hälfte, und weniger als die Hälfte, wenn man die jetzt so drüber packt, ne? Weniger als die Hälfte. Wir können ja mal so einen Kopfhörer vom alten und vom neuen nehmen. Das ist links. Wir nehmen hier auch nochmal einen linken. Ach, den rechten nehmen wir auch mal raus, nicht, dass er dann wieder Fehlkopplung macht. Beide stehen hier PAMU drauf. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ach doch. So steht das PAMU jetzt drauf. Bei den alten steht das PAMU von unten nach oben und bei den neuen von oben nach unten. Könnt ihr jetzt sehen? So, wartet mal. Also so ist, das ist halt schon mal ein Unterschied. So vom Optischen unterscheiden die sich jetzt nicht. Oh, die haben was verbessert. Das ist hier beim neuen, ist es matt. Beim alten ist es glänzend. Und der Buchstabe für die Größe, also für die links oder rechts, ist jetzt nicht mehr ein weißer Kreis mit einem weißen Buchstaben drin. Nein, es ist ein komplett ausgefüllter Kreis in weiß mit einem dunklen Buchstaben. Also, dass man das wirklich, da, das ist neu. Und beim alten, ich mache meine Finger daran, dass man es besser sehen kann, da. Also das haben sie definitiv verbessert und das ist jetzt hier matt und hier ist es glänzend. Ja. Hoppala. Sind sie jetzt noch ein Stück kürzer geworden? Nö, na, minimal der Steg hier unten ist minimal kleiner geworden. Vielleicht 3-4 mm. Oder so, würde ich jetzt sagen, vielleicht auch 5. Sonst sehe ich jetzt hier großartig keinen Unterschied. Hier oben ist schon immer matt gewesen. Ja, dann können wir die hier wieder reinpacken. Hoppala, falsche Richtung. Hier nochmal Kontrolle machen. Ja, von unten wird da PAMU geschrieben. Dann können wir die hier wieder wegpacken. Zack. Und hier haben wir sie. Dann können wir sie mal hier in die Box packen. Rechts
links. Ach, und dann haben wir hier eine LED-Anzeige, wie voll die Box ist, vom Strom her. Umso leerer die Box wird, umso schneller, umso weniger sind da zu sehen. Wir machen jetzt auch mal hier oben die Folie ab, dass wir uns die mal auch angucken können. So, hier ist dann alles sehr matt gehalten. Ja. Hier, ich finde vom Design her, finde ich das ganz schön, die Ecken. Unten steht dann natürlich noch drauf mit CE, FCCE und was weiß ich alles. Hier hinten haben wir den USB-C-Anschluss. Den brauche ich jetzt nicht, den Originalkabel, den lasse ich in der Box, weil ich habe ja hinten, mein Handy ist ja auch USB-C und deswegen habe ich da genug USB-C-Kabel zur Verfügung momentan. So, mein altes war ja auch USB-C. Da seht ihr, die leuchten jetzt rot, weil sie laden werden. Und jetzt werden wir mal euch wegstellen. So. Und jetzt werden wir die mal verbinden. Ich nehme jetzt meinen Huawei P30. So, ich muss dann erstmal Bluetooth anschalten. Na, Bluetooth einschalten. So, ich habe jetzt zweimal Pamus Slide hier drin. Okay, okay, okay. Die er jetzt gleich findet sogar auf Anhieb. Warum zweimal? So, ich habe hier auch noch Pamus Lite drinne. Achso, nee, die Pamus Lite, mit dem bin ich verbunden. Das, ja, genau. Die anderen heißen Pamus Lite Mini. Er aktualisiert gerade die Liste. So. Und jetzt nehme ich einfach mal die Pamus Lite raus. Also die Pamus Lite Mini. Ach, für dicke Pfoten ist das echt. So. Das ist rechts, das ist schon mal schön, dass man das jetzt einfacher und direkter wiederfindet, links, was ist. Und jetzt werden wir uns mal verbinden. So, wir haben jetzt hier Bluetooth, also wir haben zwei Bluetooth-Symbole, also eigentlich drei. Normale Bluetooth-Symbole, Pamus Lite Mini, das ist dann für ein Gerät, ja. Und weiter oben habt ihr denn noch ein Kopfhörersymbol, Pamus Lite Mini. Ich werde euch das auch mal zeigen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser versteht. Also hier unten, da müsst ihr aufpassen beim Verkoppeln, dass ihr nicht da diese Bluetooth nehmt, ja, sondern hier oben Kopfhörer. So, jetzt sind sie gerade weggegangen, schade. Also eben stand hier noch Pamus Lite Mini, mehrere da. Also, so wie jetzt die normalen Pamus Lite, stand da auch halt Pamus Lite Mini mit diesem Bluetooth-Symbol. Die nicht nehmen. Die nicht nehmen, sondern die, das obere hier mit diesem Kopfhörersymbol. Die müsst ihr nehmen. Erkläre ich euch auch gleich, warum. Pairing successful. Connected. So, APTX sind die sogar. So, jetzt gucken wir mal. Kontaktfreigabe, hohe Soundqualität, Anrufaudio ist alles verbunden. Das hat den Grund, wenn ihr die jetzt nur einzeln verbindet, also praktisch ein Bluetooth-Symbol, was dann ein normales Bluetooth-Symbol mit Pamus Lite Mini, dann kommt es halt drauf an, einmal ist es der und einmal ist es der. Dann habt ihr die im Mono. Und der Clou bei dem Pamus ist ja, im Gegensatz zu anderen Bluetooth-Kopfhörern, wenn ihr die drinne habt, selbst Gespräche, nicht nur Musik, selbst Gespräche, also ihr könnt es ja als Headset benutzen, sind auf beiden Ohren zu verstehen. Und deswegen müsst ihr dieses Headset-Symbol nehmen, wo Pamus Lite Mini draufsteht. So, jetzt werden wir aber erstmal testen. Wir sind ja verbunden. Vertrauenswürdige Geräte hinzufügen. Ja, hinzufügen. Achso, jetzt fügt er die Pamus Lite Mini zu vertrauenswürdigen Geräten dazu. So, sind dazugefügt. Jetzt gucken wir gerade mal bei Musik. Wiedergabe.
Feedback, Info. Ne, wir gehen mal auf alle Titel. Alben. Gerechter Zorn von Nemesis, so Wurzel allen Übels. Und Vertrauen in Kontrolle ist besser. Also ich habe Musik. Und auch hier habe ich Musik. Halt. Achso, das war ja weitermachen. Also wenn man einmal drückt, dann macht man Titel weiter. Wenn man gedrückt hält, wird es lauter. Aber nur auf rechts. Auf links ist zurück oder leiser, wenn man gedrückt hält. Hört sich geil an. Ich kann hier so einen Titel schneiden, Songtext. Boah. Timer löschen, Titelinfo, Playlist. Also Klang ist top. Ich kann jetzt im Handy natürlich noch ein bisschen rumspielen hier. Ich habe im Handy noch die Möglichkeit, Dolby Atmos an- und auszuschalten, Film, Musik. Bei Musik kann ich hier auch noch Wellen anpassen und so. Also unten drunter. Voll geil. So, jetzt habe ich mal Dolby Atmos ausgemacht. Also mit Dolby Atmos hört sich geiler an. Voll geil. Jetzt haben wir gerade nicht, wo sie singen. Ich mache mein nächstes Lied drin. Mythos Barbarossa. Eine Frage der Zeit. Wieder zurück. Also der Klang ist Hammer. Also auf Smart finde ich es am geilsten. Also, es hört sich einfach geil an.
Also ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe ein schönes Stereo. Ich kann auch noch im Handy halt, bei anderen Handys halt nicht so viel rumspielen. Aber selbst wenn ich die Original-Standardeinstellung lasse, ich habe es jetzt mit Dolby Atmos aus, mit Dolby Atmos eingetestet, es hört sich geil an. Die Stimme kommt geil rüber, der Sound ist aber immer subjektiv. Ich kann nur mein persönliches Empfinden bei der Musik jetzt wiedergeben. Jetzt kommen wir aber noch Handy-Musik von Festplatte, gut und schön. Jetzt kommen wir mal zu Streaming-Diensten. Ich werde jetzt einfach mal Amazon Music öffnen. Und dann. Nein, ich möchte nicht Unlimited. Profil bearbeiten wollen wir auch nicht. Follower, nee, Playlists. Ich habe eine Playlist? Seit wann habe ich eine Playlist? So. Ich muss jetzt erstmal gucken, auf dem Handy habe ich es schon nicht benutzt, noch nie eigentlich. Sie folgen 4. Jan Hegenberg, Execute, 3 Meter Feldweg, okay. Meine Musik. So, meine Songs. Alben. Hier sind meine Alben drin. Songs. Künstler. Wir gehen auf Künstler und gucken, wir haben mal bei Deutsche Front. So, Sabaton. WCDEFG. Deutsche Front. Deutsche Front. Aus Ruinen. Wie sind andere? Dann haben wir noch Deines Glückes Schmied. Mountain. Musik ist mein Blut, so hieß das andere Album. So, und jetzt höre ich einfach, ich mache mal was Ruhe drin, ich mache mal das, was bleibt mit, das ist Featuring Maschine von den Pudis. Ne? Also Deutsche Front mit Pudis zusammen. Wiedergabefehler. Bei der Wiedergabe dieser Songs von ihrer SD ist ein Fehler aufgetreten, nicht von SD. Willst du online hören? Ich kann es nicht online hören, weil der immer auf SD zugreifen will irgendwie. Warum auch immer. Ist doch Kacke. Also Amazon Music für Handy ist Kacke. Profil bearbeiten. Jeder kann sehen, speichern. Kundenservice kontaktieren. Verbinden. So. Wohnzimmer. Und nun? Jetzt bin ich verbunden. Alexa, lauter. Alexa, lauter. Alexa, stopp. Alexa, stopp. Es ist wieder so zum Kotzen. Ich kann zwar hier drauf zugreifen und das woanders, also auf meine Geräte abspielen, aber ich kann irgendwie nicht streamen. Also ich müsste mir das Album runterladen. Das ist ja auch Kacke. Meine Musik, bisschen Shop. Empfehlung für Sie. Meine Musik. Alben, Songs. Versteht nicht. Also das ist mir ein bisschen zu blöde hier, warum ich bei Amazon nicht einfach sagen kann, hier, pff, ich möchte das wieder hier. Auf meinem eigenen Handy hier. Warum auch immer. Dafür ist doch Amazon Music da, oder nicht? Meine Musik. Ich nehme jetzt einfach mal hier Alligator und gucke mal, was da passiert. Ich will es doch nicht wiedergeben. Ich will nicht streamen. Mein Gerät nicht.
trennen. So. Das kann ich hören. Ich kann Alligator hören, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Problem bei Amazon. Kann ich euch ja mal am Rande erklären. Künstler. Dass die Alben, die für Amazon Music so zu hören sind, kann ich hören. Aber die Alben, die ich gekauft habe für Geld, die kann ich mir nicht anhören. Die musste ich erst runterladen, hier alle. Warum auch immer. So, jetzt lade ich die mal runter. Download wird gestartet. Aber es war mal anders. Ich konnte die Lieder einfach mal so hören. Und jetzt halt nicht mehr. Irgendwie, keine Ahnung. Beim P10 damals ging das. Am Anfang, ganz am Anfang, wo ich es mal getestet hatte, da ging das. Und dann auf einmal nicht mehr. Das war, ich weiß auch nicht. So, jetzt hab ich hier ein Download-Zeichen, dass es runtergeladen wird. Ich habe von Amazon eine Nachricht, dass mein Päckchen da ist. Ja, ich weiß. Also mit Goldschiffer und Ostgold. So, ja, dann höre ich jetzt einfach mal, was weiß ich. Suche jetzt einfach mal Onkels. Böse Onkels. Und was nehmen wir da? JBO haben wir hier auch. Oh, Memento haben wir auch hier mit bei. Oh, eins. Eins will ich haben. Und dann Lied 7 Kirche. Da kommt der Bass nämlich gut rüber. Song Credits zum Album, zum Künstler, Böse Onkel zum Shop, aktuelle Wiedergabe. Kunden haben auch gehört. Songtitel herunterladen. Kunden haben auch gehört. Gas verdammt vergöttert wird mir da angezeigt. Da finde ich den Klang jetzt gerade. Gut, ich habe jetzt kein Amazon Premium Musikpaket. Nur normal Amazon Music, da ist es kein HD-Sound. Ich mache nochmal Gas, verdammter Götter, irgendwas an. Okay. So, dann. Teste ich mal nochmal Spotify, da habe ich momentan ein Premium-Abo. Suchen wir mal. Der Osten rockt. So, wir wollen aber Ostgold das Album. Und ich möchte das Lied mit Maschine hören. Maschine, Osten rockt. Ich werde euch mal eine Goldsche Frauen unten drin packen. Die haben nämlich jetzt bei dem jetzigen Album, da machen drei Lieder, macht Maschine mit von Pudis. Also hier hört der Sound sich besser an als bei Amazon Music. Oh, Maschine, so geil, ey. Oh, das müssen wir uns beim Reaction mal anhören. Boah, ey Leute, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Eiskalt. Krieg voll Gänsehaut, ey. Der Osten rockt. Warte. Der Osten rockt von Goldsche Front das Lied. Aber wer singt das? Maschine. Maschine von den Pudis. Boah, geil. Boah, eiskalt, ey. Wir haben hier noch. Oh, hier haben wir. Rummelsnuff macht auch ein Lied mit. Nicht genug. Aber Neo weiß ich nicht, wer das sein soll.
Er hört sich geil an mit Rummelsnuff. So, jetzt machen wir mein Leben von Neo mal kurz an. Oh, da, ich muss noch mal mein Leben anfangen. Da ist so ein bisschen Klavier. Oh, das hört sich richtig geil an. Also ich nicht vom Klavier, ich meine jetzt allgemein von den paar Moves jetzt. Ich höre hier ein bisschen, da ein bisschen. Ach, schade, dass ich euch das nicht nur beschreiben kann. Jetzt meine Welt mit Martin Kessis, keine Ahnung, kenne die nicht. Also Neo kenne ich nicht und Kessis kenne ich auch nicht. Hört sich auch geil an. Also es ist wirklich so, ich höre die Stimme vom Sänger auf beiden Kopfhörern, nicht abwechselnd links, rechts, hatte ich auch schon mal bei Kopfhörern. Geil. So, ich höre jetzt mal bei Stunde 0 rein, also Streichholz und Benzin von Stunde 0 gesungen. Und dann lokale Bastarde, hören wir auch noch mal kurz rein. Geil. Kenn ich gar nicht, muss ich mal auch mal Alben holen, ja. Lokalbastards kenne ich auch nicht. Hören sie aber auch geil an. Dann haben wir noch Deutsche Front mit Maschine zusammen. Nochmal Deutsche Front mit Maschine. Und die anderen Lieder sind alle von Deutsche Front. Also hört sich auf jeden Fall bei Spotify wesentlich geiler an der Sound als bei Amazon Music. Also es liegt nicht an den Kopfhörern, es liegt an Amazon Music. Dass es sich da ich will jetzt nicht beschissen anhört sagen, aber bescheiden anhört. Und ich weiß nicht warum, aber ich kann alle Amazon Music Musik gratis hören, die für Prime-Mitglieder gratis ist. Und die Lieder, die ich selber gekauft habe, muss ich runterladen, bevor ich sie hören kann. Finde ich ein bisschen Schwachsinn, warum ich die runterladen muss. Ich würde die auch gerne streamen, so wie hier auch auf dem Fire TV. Da werden sie auch nicht runterladen, sonst wäre der Speicher relativ schnell voll. Naja, muss ich mal Support anschreiben. Tragekomfort, erste Sahne. Kann ich nicht meckern. Klein schnucklig, nimmt nicht viel Platz weg. Muss ich erstmal in Sicherheit bringen von meiner Frau. Ja? In der Hand verschwunden. Nicht, dass diese mir mupst. Und hier kann ich euch nochmal den Unterschied zeigen zwischen den alten und den neuen. Gut, hier ist auch eine Ladestation gleich mit integriert. Die gibt es mit Ladestation und ohne Ladestation. Wenn euer Handy das kann, könnt ihr das hier rauflegen und gleichzeitig mitladen. Es gibt Sachen, die haben sie verbessert und verkleinert. Wartet mal, ich muss mal euch mal ein bisschen so machen. So. Eindeutig ist verbessert worden, dass man jetzt genauer sieht, welcher Kopfhörer welcher ist, ob links oder rechts. Finde ich gut. Das ist jetzt in der Mitte, also da, wo der links oder rechts steht, ist jetzt auch matt, was vorher glänzend war. Und wenn man dann ein bisschen fettige Finger hat oder so, und dann sieht das schon ein bisschen doof aus. Haben sie auch verbessert, ist matt, finde ich geiler. Der Steg ist ein Stück kürzer. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das jetzt positiv oder negativ ist für die Zukunft. Da muss ich sie jetzt erstmal eine Weile tragen. Aber der Tragekomfort ist wie bei den Original-Pamu, also bei den größeren Pamu, erste Sahne. Toll. Und das will viel heißen, wenn ich das zu
In-Ear-Kopfhörern sage, ihr wisst alle, ich mag In-Ear nicht. Die einzigen, die ich wirklich als In-Ear mag, sind die Pamu. Das sind die einzigen, die nicht immer ständig rausfallen. Ich habe schon mal, dass sie rausfallen, aber nicht ständig. Und wo der Tragekomfort so gut ist, dass sie nicht, wo ich sage, oh, was? Oh, das drückt. Überhaupt nicht. Und ich habe bei den anderen Kopfhörern schon alle Größen durchgetestet, weil viele sagen dann, ja, da musst du dann diese Pinöpel musst du mal tauschen. Habe ich alles gemacht? Habe ich alles gemacht? Waren alle Kacke. Waren alle Kacke. Durch die Bank weg. Außer die Pamu. Und das habe ich aber auch gesagt, auch bei den Samsung-Kopfhörern, die ich damals getestet hatte, auch da haben sie mir gedrückt und die verschiedenen Größen waren auch Kacke. Da ist Pamu wirklich wesentlich besser. Und ich freue mich drauf und ich finde es gut, dass ich die Mini jetzt testen darf, weil ich von den Großen ja schon begeistert war. Und von mir bis jetzt wirklich rund um ihr Lungen. Kleiner, handlicher, für die Handtasche für Frauen halt, ist viel einfacher als so ein großes Ding mitzuschleppen. Auch für die Bauchtasche oder so, drin, nimmt nicht viel Platz weg. Tragekomfort, wieder erste Sahne, Ton, toll. Mikrofon werde ich jetzt demnächst testen, wenn ich mit Marc mal telefoniere. Mit dem kann ich jetzt nicht telefonieren, der ist arbeiten. Ja, rund um gelungen. Also mein erster Eindruck. Erster Eindruck. Ihr müsst mir jetzt ein bisschen Zeit geben zum Testen, dann kann ich euch mehr dazu sagen. Aber der erste Eindruck ist Daumen hoch. So, wenn ihr dann noch Fragen habt, dann in die Kommentare damit. Packt das jetzt hier erstmal alles schon mal weg. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Guckt auch mal bei Twitch vorbei. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Odin-Ase. Da streame ich auch öfters. Ich bin Jens Weg. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.